Einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute sprechen wir über den Unterschied zwischen den einen Selbstständigen, die 30 Kunden in einem Monat bedienen können, oder dem anderen Selbstständigen, der vielleicht so 3 bis 5 gerade so eben hinbekommt. Wenn du wissen willst, wie du lieber auf die Seite kommen möchtest, dann bleib sehr gerne dran. Wir sprechen heute über den After-Sales-Prozess. Was passiert, nachdem du einen Kunden gewonnen hast? Weil ganz viele YouTube-Videos fokussieren sich eigentlich immer nur am Anfang, wie du an der Front richtig viel Umsatz schreiben kannst, Neukunden gewinnen kannst und dadurch halt Umsatz schreiben kannst. Aber eigentlich keiner spricht darüber, was passiert denn eigentlich nach einem Verkauf? Was passiert denn eigentlich nach einem Sale? Und da gibt es wirklich ganz klare Unterschiede. Ich möchte grundsätzlich sagen, dass man da ganz, ganz viel machen kann durch Projektmanagement oder Tools oder Zeiterfassung und so weiter. Über so ganz kleine Details, darüber sprechen wir nicht. Aber ich würde dir heute gerne 2 ganz klare und ganz einfache Hacks mitgeben, wie du erstens sehr viel einfacher mit einem Kunden arbeiten kannst, du nicht mehr so viele Feedbackrunden hast und du dadurch mehr Zeit hast und wieder mehr Kunden annehmen kannst. Lass uns direkt durchstarten, lass uns direkt loslegen mit dem ersten Thema, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Wenn du im Bereich Dienstleistung oder Beratung unterwegs bist, würde ich jedes Mal, bevor du den Kunden wirklich losschickst oder dem wirklich To-Dos mitgibst oder wirklich an die Arbeit gehst, würde ich auf jeden Fall einen Fragebogen oder ein Frageformular einmal durchgehen. Beispiel als Webdesigner. Es scheitert oft nicht an dem Webdesigner daran, dass du vielleicht nicht genügend Skills hast oder das nicht hinbekommst, dass du die Webseite nicht baust, sondern es scheitert oft an der Kommunikation mit dem Kunden. Die fehlen noch Grafiken, die fehlt ein Logo, die fehlt irgendwie vielleicht Farben, die fehlen einfach ein Feedback darauf, dass du weitermachen kannst. Und das geht ganz vielen Dienstleistern und das geht auch ganz vielen Beratern so, dass die einfach nicht den nächsten Schritt durchgehen können. Heißt, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, von Anfang an einen riesen Fragebogen einmal durchzugehen und alle nötigen Informationen einzusammeln, die du brauchst. Das fängt von A bis Z an. Das fängt von einem Logo an, in allen möglichen Daten. Das fängt in Schriftart, in Namen, die man vielleicht richtig schreiben soll. Fotos, Zugänge zu Accounts, wenn du im Bereich Social Media Agentur bist, vielleicht einen Canva-Account oder vielleicht Vorlagen, du brauchst vielleicht Inspiration oder sonst was. Also ihr merkt, am Anfang ist halt in deiner Situation, da kennst du dich natürlich sehr viel besser aus, aber du merkst von Anfang an, brauchst du halt einfach richtig viele Informationen, damit du halt erstmal richtig loslegen kannst. Und ganz oft, viele machen das nicht, dass die und dann immer so ein Ping-Pong oder so Fragerunden oder beziehungsweise so Feedback-Runden haben, die halt einfach so diese Effektivität von so einem Projekt halt ganz klar schmalern und dementsprechend das nicht so gut wird. Ich empfehle dir von Anfang an, einen Fragebogen bei dir zu installieren und bei jedem weiteren Kunden wissenschaftlich einmal drüber zu schauen und zu analysieren, okay, in welchem Bereich scheitert es denn jetzt gerade? Welche Daten brauche ich denn jetzt gerade, die mir fehlen? Und diese direkt wieder in diesem Fragebogen beim nächsten Kunden direkt wieder mit reinpacken, damit du diese Herausforderung oder diesen Engpass gerade einfach nicht hast. Am Anfang jeder Zusammenarbeit eine große Fragerunde, Fragebogen einmal durchgehen und so wirst du von Anfang an sofort merken, du hast nicht mehr so viel Feedback, du hast nicht mehr so viel Ping-Pong mit irgendwelchen Nachrichten, du wartest nicht auf irgendwelche Informationen, kannst damit, musst immer wieder ein Projekt links liegen lassen. Das hilft auf jeden Fall jedem Dienstleister und jedem Berater von Anfang an. Dann lass uns mal anschauen und das nochmal so ein bisschen weiter aus der Vogelperspektive zu gehen. Du weißt unterbewusst, dass du immer wieder kleine Steps durchgehen musst mit deinem Kunden, bis du am Ziel bist. Heißt, du hast im Endeffekt mit jedem Kunden so eine kleine Journey und je mehr Kunden du hast, desto mehr automatisiert läuft das vielleicht so für dich. Wenn du alleine bist, dann hat man das alles irgendwie so im Kopf und sagt, ja, okay, der Kunde ist jetzt gerade an dem Punkt, aber der andere Kunde, der ist schon relativ am Ende, dann müssen wir nochmal das und das und das besprechen. Aber so richtig habe ich das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, habe ich mir das nie so richtig runtergeschrieben, sondern ich habe das alles so ein bisschen aus Gefühl irgendwie so gemacht. Und dementsprechend sind die Ergebnisse bei den Kunden auch irgendwie so nach meinem Gemütszustand irgendwie so ein bisschen entstanden, je nachdem, in welchem Termin ich gerade irgendwie so richtig gut drauf war oder nicht. Was wir dann aber gemacht haben ist, wir haben uns die letzten 50, 100 Kunden angeschaut und gemerkt, okay, es gibt immer wieder Themen, die wir uns anschauen müssen. Es gibt immer wieder Themen, wo wir uns wiederholen. Es gibt immer wieder die gleichen Fragen. Und besonders in einem Coaching- oder Beratungsprozess ist es relativ einfach, Woche für Woche oder alle 2 Wochen besondere Themen durchzugehen, um bis zu einem Ziel zu kommen. Bei einem Dienstleistungsunternehmen ist das grundsätzlich auch simpel, aber ein bisschen trickier, weil du so kleine Zwischenziele immer hast. Und ich würde dir empfehlen, mal diese ganze Journey mal komplett runterzugehen und mal aufzuschreiben und aufzumalen. Was ich damit meine ist, Beispiel, du gewinnst einen neuen Kunden, du gehst diesen Fragebogen durch.
Du definierst ein Ziel mit deinem Kunden und schaust, okay, Ziel, dein Kunde hat jetzt gerade 100 Abonnenten, ihr wollt in 3 Monaten bei 3000 Abonnenten sein. Okay, dann haben wir Zwischensteps, erster Monat 1000, zweiter Monat 2000. Okay, was genau muss dafür getan werden? Heißt, ich würde mich hinsetzen mit jedem Kunden, erstens diesen Fragebogen durchgehen, dass du alle Informationen hast, damit du richtig arbeiten kannst und Ziele setzen kannst und ein ganz klares Onboarding mit den Kunden machst. Zwischenziele setzen und für dich dann selbst dann deine To-Dos, um diese Ziele zu erreichen, zu setzen. Und dann kann man irgendwann merken, dass sich so eine ganz klare Journey und ein ganz klarer Prozess einfach formt. Ganz klare Prozessarbeit oder Prozessoptimierung, die ihr dann immer wieder machen könnt. Bei neuen Kunden, wo ihr merkt, okay, ihr seid gerade nicht on track oder ihr habt einen neuen Prozess jetzt gerade, fügt ihr den einfach hinzu, damit einfach langfristig du nicht mehr so viel darüber nachdenken musst, damit du ganz entspannt diese Kunden abarbeiten kannst oder dann sogar, damit du nicht mehr alles irgendwann selber machen kannst, ganz klar einfach eine Journey hast, wo du weißt, jeder Kunde wird so nach Schema F abgearbeitet und du merkst dann, okay, 50% von diesen To-Dos, das kann eigentlich jemand anders machen. Und du gibst ganz klar, dann kannst du deinen Mitarbeitern oder Freelancern oder einfach Leuten, die dir da im Bereich weiterhelfen, ganz klar sagen, okay, hier ist die Journey, hier ist unser Kunde, der steht gerade hier, ich brauche dich in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt, in dem Punkt. Ganz wichtig, geht das wissenschaftlich an, immer mal wieder wichtig als Unternehmer, aus der Vogelperspektive aufs Unternehmen zu schauen und so hast du sehr viel einfache und entspanntere Kunden, weil ihr wissenschaftlich an eure Ziele kommt. Viel Spaß beim Umsetzen, liebe Grüße, ciao, ciao.